Mit einem ganz anderen Genre hat man gestern beim Sommerfestival Kizze Premiere gefeiert. Nach einer fünfjährigen Pause wird hier wieder Operette gespielt, und zwar vor der Fassade des Batthyány-Schlosses. Zum Neustart wurde die Csárdás-Fürstin von Emmerich Kallmann zum Besten gegeben, und die Gäste freuten sich über einen äußerst stimmungsvollen Abend. Blasmusik und Wurstelbrater-Atmosphäre im Open-Air-Foyer. In dieser ungezwungenen Atmosphäre fühlen sich auch prominente Premierengäste wohl. Zu den letzten Strahlen der Abendsonne erklingen die ersten der unsterblichen Operettenmelodien. Das von Giorgi Hattori dirigierte Orchester sitzt unsichtbar im ersten Stock. Die Bühne ist schlicht, die Ausstattung spärlich, die Kostüme geborgt, aber geschmackvoll zusammengestellt. Das Ensemble besteht aus Nachwuchstalenten. Eine nur, die ist die echte, eine nur, die ist die rechte, die uns gefällt. Es sind neue, wunderschöne Stimmen hier zu hören. Und es hat natürlich den schauen Sie, man weiß ja, dass hier nicht sehr viel Geld im Spiel ist, nicht wahr? Allein wenn man sieht, wie viele Menschen da mitspielen, um Gottes Willen, da geht ja so viel auf schon an die Gagen. Und natürlich ist es keine Ausstattungsorgie hier, sondern es wird mit sparsamen Mitteln gearbeitet, aber das wird in einer sehr seriösen Weise getan. Etwas beeinträchtigt wird das Theatererlebnis durch immer wieder auftretende Tonprobleme, die auch dem entzückenden Buffo-Pärchen zu schaffen machen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir haben uns stimmig erst trotzdem rüberbringen können, die kleinen Schwierigkeiten mit der Technik. Ja. Und ich kann nur sagen, dass das es wirklich gelungen ist. Ich habe das Gefühl gehabt, Sie haben trotzdem unglaublich viel Spaß auf der Bühne gehabt. Stimmt das? Ja, gerade deshalb. Da muss man dann noch viel mehr über seinen Schatten springen. Beachtliche darstellerische Leistungen, charmante kleine Regieeinfälle und ansteckende Spielfreude zählen aber beim Publikum zuletzt mehr als jede Panne. Mir hat es sehr gut gefallen. Ja, ich war wirklich begeistert, obwohl es ein paar so kleinere Tonpannen gegeben hat. Aber das stört überhaupt nicht, weil man hat es eh gemerkt, das Publikum ist mitgegangen. Es war prächtig.